Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag, den 27. Dezember 2019. Und auf dem Titel heißt es: Gesetzliche Krankenkassen beklagen Milliarden Minus. Doris Pfeiffer, Chefin des Spitzenverbandes, sieht medizinische Fortschritte und teure Gesetze als Ursache. Berlin. Punkt. Erstmals seit 2015 schließen die gesetzlichen Krankenversicherungen GKV in Klammern dieses Jahr wieder mit einem großen Verlust ab. Das Defizit für 2019 wird über 1 Milliarde Euro betragen, sagt die Chefin des GKV-Spitzenverbandes Doris Pfeiffer. Die meisten Krankenkassen werden Pfeiffer zufolge ihren Zusatzbeitrag 2020 zwar noch nicht erhöhen müssen, ab 2021 werde es wohl zu höheren Beiträgen kommen, sagt sie. Nach den ersten 9 Monaten betrug das Minus 741 Millionen Euro. Auf Jahressicht ist es der erste Verlust seit 2015. 2018 hatte der Einnahmeüberschuss der Kassen noch 2 Milliarden Euro betragen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums lagen die Finanzrücklagen der Kassen Ende September 2019 bei rund 20,6 Milliarden Euro, etwa dem Vierfachen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestreserve. Minister Jens Spahn in Klammern CDU hatte das Minus in den Bilanzen der Kassen Anfang Dezember ein unechtes Defizit als Zitat genannt, das durch Rücklagenabbau entstehe. Auf Geheiß der Politik sind die Kassen dazu angehalten. GKV-Chefin Pfeiffer kritisierte damals die Verpflichtung, Reserven, Zitat, stärker abzubauen, als für eine nachhaltige Finanzplanung geboten wäre, Zitat Ende. Pfeiffer nannte die Entwicklung nun, Zitat, alarmierend, Zitat Ende, weil auch Rekordeinnahmen den Verlust nicht hätten verhindern können. Der Grund dafür seien stark steigende Ausgaben. Dies liege einerseits am medizinischen Fortschritt, andererseits an den teuren Gesetzen der Bundesregierung. Zitat: Allein durch das Terminservicegesetz und das Pflegepersonalstärkungsgesetz kommen auf die Krankenkassen im nächsten Jahr rund 5 Milliarden Euro an Mehrausgaben zu. Zitat Ende, sagte Pfeiffer. Weil die meisten Kassen einen Teil ihrer Rücklagen auflösen würden, könnten sie aber ihre Zusatzbeiträge 2020 stabil halten. Nach einer im Oktober veröffentlichten Prognose im Auftrag der Bertelsmann Stiftung droht den gesetzlichen Krankenversicherungen im Jahr 2040 ein Minus von fast 50 Milliarden Euro, wenn die Politik nicht frühzeitig gegensteuert. Der Beitragssatz müsste demnach von derzeit 14,6% bis zum Jahr 2040 schrittweise auf 16,9% erhöht werden, um erwartete Ausgabensteigerungen abzudecken. Und das Ganze ist eine DPA-Meldung, das steht hier auch drunter. So, tschüss für heute.